Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde der Gothic Mod. The Chronicles of Mythana Acholos. So. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Ja, die ersten zwei Folgen sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt schon raus. Heute kommt die dritte, also heute zum Freitag. Ich habe Kommentare gelesen und sehr nette Kommentare-Schreiber unter euch haben mich darauf hingewiesen, die Sache mit Jill und der Küche und den Rezepten und dem Kochen von Gerichten und so weiter, was ich ja in den ersten zwei, drei Folgen, worüber ich gesprochen habe, ich glaube auch sogar in der vierten habe ich noch drüber geredet, ist so, dass es einen Aushang da am Stoßbrett gab oder hier am Anschlagbrett. Stoßbrett, gibt es das Wort eigentlich? Ich glaube nicht. Und die sollte ich mir vielleicht mal durchlesen. So, Kauf von Trophäen Frieda, Mine Kaufmannsgilde, Lockbar Jill, Bedarf. Ach, hier haben wir sie. Die Köchin Jill, die im Herrenhaus unseres edlen Herrn Ramsay arbeitet, ist begierig darauf, alle neuen Gerichte auszuprobieren, die sie sowohl für elegante Partys als auch für alltägliche Abendessen servieren könnte. Proben der vorgeschlagenen Gerichte sollen in der Küche des Herrenhauses Silbach gebracht werden. Laut Herrn Ramsays direkter Anweisung ist es verboten, Lebensmittel mitzubringen, die Zutaten enthalten, die Gesundheit dauerhaft beeinträchtigen könnten. Es dürfen auch keine größeren Mengen des Gerichts mitgebracht werden, allerdings wird jede erste Portion großzügig belohnt. Und genau das machen wir jetzt. Ja, und wir müssen auch die Behandlungs-, also hier, das, wir haben ja hier für Jorn einen Trank bekommen, den müssen wir ihm eigentlich abgeben. Aber ich bin mir sicher, der kann noch die 2-3 Minuten länger warten. Zwinker, zwinker. Ja. So, ich bin heiß wie Frittenfett, hier weiterzumachen. Ehrlich gesagt, kann es die letzten Tage leider nicht zum Aufnehmen, aber ich werde jetzt, denke ich mal, die drei Folgen für die Woche direkt aufnehmen, alle. Und, ja, schauen, wie es weitergeht. Genau, dann gehen wir erstmal zu Jill. Jill ist, glaube ich, auch sehr französisch. Französisch. Oh, ich erinnere mich, dass wenn wir ihr halt so ein Gericht bringen, dass das halt ziemlich Geld gibt. Geld, was wir durchaus gut gebrauchen könnten. Hey. Das Blut, ey. Ich habe, wonach du suchst. Aha, guck mal. Hier für dich. 18 Gold? Hier für dich. Hier für dich. Ja, jetzt wird abkassiert. Hier für dich. Hier für dich. Verkaufe Geschirr. Okay, das soll wahrscheinlich Gericht heißen, aber das ist nicht schlimm. Ja, da haben wir doch ganz gut Geld gemacht. Also, das war das, was ich gesucht hatte. Dankeschön nochmal an die netten Leute, die das in die Kommentare geschrieben haben, dass ich doch bitte die Aushänge lesen sollte dazu. Genau. Seltsame Steinobjekte. Komm, wir lesen uns das jetzt mal alles durch hier. Bewohner der Insel Acholos, wenn ihr zufällig kleine, bläulich-graue Steine mit merkwürdigen Markierungen findet, bringt sie so schnell wie möglich zum Magier Laudos in der Stadt Acholos. Diese Steine werden Runen der Magie genannt und können nur noch von qualifizierten Magiern benutzt werden. Menschen, die sich nicht mit Magie auskennen, können sie nicht gebrauchen und sie auch nicht verkaufen. Die Magier des Wassers hingegen werden mehr als dankbar sein, wenn sie sie von ihnen erhalten. Jeder Bürger, der ihnen solche Gegenstände bringt, wird reichlich belohnt. Gezeichnet Morris, der Gouverneur der Stadt Acholos. Okay, das haben wir schon. Eier für Bastian. Bastian, wie soll ich denn für unsere Gäste Rührei machen, wenn du ständig vergisst, frische Scavenger-Eier zu kaufen? Entweder besorgst du sofort ein Dutzend dieser Eier oder du kannst es vergessen, unsere Spezialität zu servieren. Martha. So. Okay, weiter geht's. Musste kurz die Aufnahme unterbrechen, aber jetzt geht's weiter. Ja, wir gehen jetzt, denke ich mal, zu Jörn und schauen mal, dass wir ihm diesen Trank verabreichen, nicht? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Hm, was ist denn da los? Oh nein! Was machen all diese Leute hier? Am besten, du sprichst mit deinem Onkel darüber. Alright. Was ist hier passiert?
Soweit ich weiß, gab es einen Einbruch, mehr weiß ich auch nicht. Wer bricht denn in so eine Drecksbude ein? Da bist ein? Du ja endlich. Wo warst du denn, als wir dich am dringendsten gebraucht hätten? Was ist passiert? Jemand ist eingebrochen und hat meine Hütte verwüstet. Das ist passiert. Kein Wunder, deine Hütte hat ja keine verschlossene Tür, Mann. Ich habe dir gesagt, dass ich zu Bodowin wegen dem Heilmittel ging. Ich habe dir gesagt, dass ich wegen des Heilmittels zu Bodowin gehe. Es scheint, dass sie meine Hütte schon eine Weile beobachtet haben. Sie wussten genau, wann die Hütte leer war. Wo warst du zur Zeit des Einbruchs? Ich ging zum Gasthaus, um einen Dimitschuss zu holen. Jorn bekam Fieber, also dachte ich, das würde ihm sicher helfen. Woher weißt du, dass es mehrere waren? Schau dir einfach dieses Chaos an. Glaubst du, ein Mann kann in so kurzer Zeit eine ganze Hütte auf den Kopf stellen? Geht es Jorn gut? Weißt du, hier liegt das Problem. Jorn ist verschwunden. Was meinst du, er ist verschwunden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß genauso viel wie du. Als ich zur Hütte zurückkam, fand ich nur dieses Chaos vor und keine Spur von Jorn. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Nichts Besonderes, abgesehen von ramponierten Möbeln und Besitztümern, verstreut in allen Ecken. Ich habe auch kein Blut gefunden. Also gibt es Hoffnung, dass es deinem Bruder gut geht. In diesem Fall muss das jemandem gemeldet werden. Vielleicht wissen die Dorfwachen, was zu tun ist. Keine schlechte Idee. Aber wie ich sie kenne, bezweifle ich, dass sie ohne einen offiziellen Befehl von oben einen Finger rühren. Die einzige Person, die wirklich etwas dagegen tun kann, ist der Dorffälteste. Schließlich ist er derjenige, der alle Entscheidungen in Silbach trifft. Wenn du schon dabei bist, frag doch mal herum. Ich kann nicht glauben, dass niemand gesehen oder gehört hat, wie sie so einen großen Kerl aus der Hütte geschleppt haben. Ich verstehe. Du hast schon viel für uns getan. Ich würde noch mehr für dich tun. Aber ich muss im Moment an deine und meine Sicherheit denken. Es wird besser sein, wenn du früher oder später in die Stadt gehst. Ich gehe nicht von hier fort, bis Jorn gefunden ist. Tu, was du willst, aber Silbach ist kein sicherer Ort. Wie kommst du darauf, dass die Stadt sicherer ist als das Dorf? Ach, Rolos ist eine riesige Metropole, in der die unterschiedlichsten Menschen landen. Es ist leicht, sich dort einzufügen und ein neues Leben zu beginnen, selbst für Neuankömmlinge. Außerdem bieten ausgebildete Stadtwachen einen besseren Schutz als eine Handvoll Dorfwachen. Hast du irgendwelche Feinde im Dorf? Und wie kommst du auf die Idee, dass ein alter Fischersmann wie ich irgendwelche Feinde haben könnte? Vielleicht, weil ich dich seit einem Dutzend Jahren nicht mehr gesehen habe. Das ist wahr. Früher hatte ich sehr unfaire Wetteiferer. Aber ich bin schon lange aus dem Beruf raus. Außerdem ist Jorn verschwunden, nicht ich. Glaub mir, Junge, wenn mich jemand töten wollte, hätte er schon längst genug Gelegenheit dazu gehabt. Wen soll ich nach Jorn fragen? Fang mit den Dorfwachen an. Wenn er tatsächlich entführt und aus dem Dorf geschleppt wurde, dann muss einer von ihnen etwas gesehen oder gehört haben. Du kannst auch die Bewohner und deine Begleiter fragen. Ein paar Gaffer haben sich hier schon versammelt, also kannst du mit denen anfangen. Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass ein Dieb nicht so leicht in deine Hütte eindringen könnte, wenn sie eine verschlossene Tür hätte? Das ist ein ruhiges Dorf, wo jeder jeden kennt oder zumindest war es so, bis ihr angekommen seid. Durch eine seltsame Fügung begannen genau dann unsere Münzen und kleineren Besitztümer zu verschwinden. Du glaubst, wir sind Diebe? Nicht du und dein Bruder, denn ich kenne dich und vertraue dir. Aber das kann ich vom Rest nicht behaupten. Warum sollte jemand deine Hütte verwüsten? Ich bin nicht so dumm, mein ganzes Erspartes in der Hütte aufzubewahren. Sobald ich von eurer Ankunft erfuhr, habe ich mein hart verdientes Gold gut versteckt. Nur für alle Fälle. Trotzdem haben sie meine Ersparnisse gefunden. Was fehlt? Zwei der Lederbeutel, die ich für schlimmere Zeiten aufbewahrt habe, sind verschwunden. Wer auch immer es war, muss gewusst haben, was er tut. Warum glaubst du, dass meine Gefährten hinter dem Einbruch stecken? Ist das nicht offensichtlich? Die meisten von ihnen sehen aus wie ein Haufen Gauner und in ihren Augen kann man den Ärger ablesen. Ich muss jetzt gehen. Wenn du etwas herausfindest, findest du mich beim Dorfältesten. Ich hoffe nur, dass ich Jorn gesund und munter wiederfinde. Das hoffe ich auch.
Kapitel 2 ohne eine Spur. Alright. Gut, dann fangen wir an, hier mit allen zu sprechen. Es war einer von euch, da bin ich mir sicher. Warum sollte einer von uns dahinter stecken? Das ist doch ganz einfach. Das Dorf war friedlich, bis ihr die Unruhestifter und Taugenichte aufgetaucht seid. Gestern hat ein Mann namens Fabio einen unserer Jungs im Gasthaus verprügelt, einfach nur weil er ihn angestarrt hat. Der Vollidiot hätte ihn getötet, wenn nicht eine der Dorfwachen schnell reagiert hätte. Warum sollte einer von uns einen anderen von uns entführen? Das ergibt keinen Sinn. Na verdammt nochmal, die müssen ein Geschäft mit Banditen gemacht haben. In Silbach leben nur ehrliche Menschen und ich hoffe, dass das so bleibt. Trottel. Weißt du etwas über Jorns Verschwinden? Ich weiß nur, dass er verschwunden ist und Kurts Hütte verwüstet wurde. Ich kam als einer der Letzten hierher. Hast du in letzter Zeit etwas oder jemanden Verdächtiges gesehen? Die meisten Einheimischen sehen mich misstrauisch an, wenn du das meinst. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich auf Fabio setzen. Wie kommst du darauf? Schon zu Beginn der Fahrt auf dem Schiff hat man gemerkt, dass er deinen Bruder nicht besonders mag. Er starrte ihn an, als wolle er ihn umbringen. Außerdem hat Fabio im Gegensatz zu dir keinen Onkel hier, der ihm alles besorgt, was er braucht. Danke, ich werde mit ihm reden. Reden, in Anführungszeichen? Was kannst du mir über das Dorf erzählen? Achso, na gut, okay, das brauche ich jetzt nicht wissen. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Normalerweise bin ich derjenige, der andere ausfragt. Aber schieß los. Was willst du wissen? Hast du in letzter Zeit einen glatzköpfigen, muskulösen Mann gesehen? Sein Name ist Jorn. Der Name sagt mir nicht viel. Aber ich glaube, ich habe ihn mit dir gesehen, als du die Straße zum Weinberg heraufkamst. Warum fragst du? Er ist mein Bruder. Ich bin vor kurzem mit ihm ins Dorf gekommen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielt er sich in der Hütte von Kurt, unserem Onkel, auf und alles deutet darauf hin, dass er entführt wurde. Entführt? Klingt ziemlich abwegig. Ich kann es selbst kaum glauben, aber die Zeichen sind eindeutig. Ich würde an deiner Stelle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich kann dir versichern, dass ich es dich sofort wissen lasse, wenn ich etwas über deinen Bruder herausfinde. Wie auch immer, wenn es sich aber tatsächlich um eine Entführung handelt, kann dir leider nur die Stadtwache helfen. Was weißt du über den Einbruch? Nicht viel mehr als du, nehme ich an. Ich bin erst hierüber gekommen, als Viktor mich gerufen hatte. Sprich mit ihm. Vielleicht kann er noch etwas dazu sagen. Danke für die Auskunft. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich fühle mit dir, das tue ich wirklich. Danke, aber anstelle von Mitgefühl könnte ich ein paar Informationen gebrauchen. Weißt du etwas mehr über den Einbruch? Vor einiger Zeit kam Kurt zu mir und bat mich um einen heißen Tee mit Schuss. Er sagte, dass es um Jorn schlechter geworden ist und er wieder im Delirium sei. Ich habe Martha gebeten, das Getränk zuzubereiten und bin dann losgegangen, um nachzusehen, wie es deinem Bruder geht. Kurt betrat die Hütte als erster und sobald er die Schwelle überschritt, begann er zu fluchen, was das Zeug hielt. Ich rannte hinter ihm her und sah das Durcheinander. Von Jorn keine Spur. Du hast nichts Verdächtiges gesehen? Nein, ich denke nicht. Wenn es eine Entführung war, dann wussten die Täter, was sie tun und ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemand von außerhalb war. Es ist kein Geheimnis, dass die Dorfbewohner uns nicht mögen. Könnte einer von ihnen dafür verantwortlich sein? Wir haben hier ein paar Leute, die uns von Zeit zu Zeit Ärger machen, wie Rick oder Otto. Die Leute im Dorf sind aber eher ruhig Gemüter, was man von den Stadtbewohnern nicht behaupten kann. Habt ihr oft Besucher aus der Stadt? Ziemlich oft zumindest war das bis zu den letzten Regenfällen der Fall. Jetzt ist es etwas seltener geworden. Die Pfade sind gefährlich geworden. Überall wilde Tiere und Banditen. Wenn ich du wäre, dann würde ich mit den Dorfwachen reden. Sollte ein Besucher hier gewesen sein, dann müssen sie ihn gesehen haben. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, es ist nicht viel, aber wenn du noch etwas brauchst, komm zu mir. Gut, okay, okay. Remy, wer bist du denn? Ah, er verkauft Ich habe, wonach du suchst. Ach nee, ich kann dem Fleisch verkaufen. Er ist der Metzger, okay. Wer bist du? Ich bin Remy und ich zerlege Fleisch. Also bist du ein Metzger? Ich würde dir für deinen Scharfsinn applaudieren, aber ich will mich nicht mit Blut beschmutzen. Okay. Zeig mir deine Ware. Vielleicht können wir er hat vielleicht nette Gerichte, die wir brauchen können. Nehmen wir mal mit. Warum nicht? Ja, die Stüppel behalte ich mal. Ich ziehe mir nochmal die Rezepte rein. Glaubst du wirklich daran? Vielleicht kann ich dann von Zeit zu Zeit ein bisschen was kochen. Brot mit Fleisch, das klingt gut. Bauernauflauf. Verstehe.
Fleisch, Käse, Salz, ein Säckchen Pfeffer klingt auch sehr gut, muss ich sagen. Fleisch-Mischmasch. Verstehe nicht. Gebratenes Wolfsfleisch, Mordwaldfleisch, ein Säckchen Pfeffer. Okay, Wolfsfleisch finde ich jetzt nicht so nice. Ich lasse das nicht zu fahren. Scavenger verstehe. Und Kürbisschaschlik. Das klingt nicht schlecht. Das ist quasi Geflügel und Kürbisschaschlik. Schwerast, Kürbis, dreimal gebratenes Scavengerfleisch, Salz. Das klingt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das klingt gar nicht schlecht. Hätte er doch besser wissen müssen. Okay. Dann reden wir doch jetzt mal mit den Wachen. Oder habe ich Lernpunkte eigentlich? 15 habe ich sogar. Okay. Stimmt, ich suche ja eigentlich noch einen Lehrer, der mir Schleichen beibringt. Ja, ansonsten, wir sind Kämpfer Einhand mittlerweile. Wir könnten aber nochmal auf Stärke skillen. Tja, mache ich das oder mache ich das nicht? Geld hätte ich, um das zu machen. Ich glaube, das sollte ich machen, ehrlich gesagt. Aber erstmal. Ach nee, warte mal, Volkart ist doch der Wachmann hier oben. Mit dem habe ich ja gerade schon gesprochen. Ja. Warte mal, was ist mit dir, Rolf? Kann ich mit dir darüber nochmal reden? Nee. Gut. Alles klar. Da, da, da. Da, da, da. Da. Stone war, glaube ich, Stärkelehrer. Hey! So. Ich will stärker werden. Ach, 15. Na, wobei, nee, ich... Mach weiter so! Ich belasse mal die Stärke, wie sie jetzt ist, mit 25. Da habe ich noch 10 Lernpunkte. Wenn ich doch noch irgendeinen Schleichenlehrer finde... Dann wäre das super später. Kasim. Weißt du irgendetwas über Jorns Verschwinden? Jorn ist der glatzköpfige Kerl vom Schiff. Darüber weiß ich nichts. Ich habe die ganze Zeit hier gesessen und mir meine durchgefrorenen Knochen gewärmt. Ach so. Ei, Fabio. Oh Mann. Nee, Rupert hat man schon gesprochen, Rasko. Warte mal, der Händler, der verkauft doch Rüstungen, oder? War das so? Lass uns handeln. Nee, warte mal, wer verkauft denn nochmal Rüstungen? Es gab jemanden, der eigentlich Rüstungen verkauft hat. So neutrale Rüstungen. Die habe ich eigentlich auch irgendwo schon gesehen hier, aber... Mist, wo war denn das gleich? Petra, hey, du bist jetzt auch neu hier, ne? Ist, glaube ich, auch so eine Händlerin aus der Stadt, wenn ich recht entsinne. So, Fabio... Weißt du etwas über Jorns Verschwinden? Da hat sich der glatzköpfige Klugscheißer verlaufen. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand entführt. Schön für ihn. Vielleicht bekommt er endlich mal eine vernünftige Tracht Prügel für sein ständiges Gefasel. Du warst seit Anfang der Reise an mit meinem Bruder im Streit, das macht dich zum Hauptverdächtigen. Und selbst wenn ich einen hätte, was willst du machen, du kleiner Scheißer? Sag mir, was du weißt, oder ich erteile dir eine Lektion. Aha. Du kannst es ja mal versuchen. Dich zerquetsche ich wie eine Fleischschwanze. Dieses Haha. En garde. Da. Steck die Waffe weg. Der hat halt sowas von auf die Fresse verdient. Das muss man halt einfach mal so sagen. Ich bin jemand, der absolut Gewalt verabscheut. Im echten Leben. Muss überhaupt nicht sein. Ich versuche meinen Zwist immer mit Worten zu lösen. Und wenn ich sehe, es gibt keine Möglichkeit, dass das zu einem Erfolg führt, dann lasse ich es einfach gut sein. Boah. Oh mein Gott. Den will ich haben. I will take this. Also wenn ich im Real Life jemandem mit Worten nicht beikommen kann, dann lasse ich einfach ab. Hey. Schon gut, nicht mehr schlagen. Erzähl mir alles oder ich verprügel dich nochmal. Zu deiner Information. Ich habe mit der Entführung deines Bruders nichts am Hut. Warum auch? Schon wahr, ich konnte ihn nie leiden, aber ich habe keinen Grund, ihn zu entführen. Hey, du! Nee, du stehst nochmal auf, wir sind noch nicht fertig. Wie ich sehe, liegen dir deine Gefährten verdammt nah am Herzen. Wovon redest du? In der Hülle an der Küste habe ich die Leichen von Daryl und Merwin gefunden. Warum erzählst du mir nicht, was mit ihnen passiert ist? Woher soll ich das wissen? Sie waren noch am Leben, als wir die Höhle verlassen haben. Wahrscheinlich haben irgendwelche Viecher sie erwischt. Diese törichte Frau bestand darauf, bei ihrem sterbenden Mann zu bleiben.
und du hast dich dazu entschlossen, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Was denkst du, ich hätte sie mit Gewalt ins Dorf schleifen sollen? Ich habe sie vor eine einfache Wahl gestellt. Sie hätte mit uns mitkommen können, aber sie ist bei der Leiche geblieben. So viel dazu. Der Typ hat die ganze Nacht schon geblutet wie ein Schwein. Er hätte es eh nicht mehr lange gemacht. Wenn du glaubst, ich hatte mit deren Tod etwas zu tun, dann bist du ein verdammter Idiot. Da muss man aber zugeben, da hat er tatsächlich recht. Also er hätte sie ja nicht zwingen können, mit irgendwie ins Dorf zu kommen. Das stimmt schon. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Warum? Bist du der Stadtwache beigetreten und nimmst mich zum Verhör mit? Mein Bruder wird vermisst und ich brauche Informationen. Jon ist verschwunden? Also das ist... Ich wette, dass dieser Schurke Fabio dahinter steckt. Ich bezweifle, dass er dazu fähig ist. Schließlich sitzen wir im selben Boot. In diesem Fall fällt mir niemand anderes ein. Aber wenn ich du wäre, würde ich die Dorfwachen benachrichtigen. Es macht mir Angst, wenn ich daran denke, dass die Leiche meiner Tochter noch immer an diesem Strand liegt. Ich muss mich darum kümmern. Verstehe ich. Aber erstmal... Hast du irgendetwas über den Einbruch bei Kurt mitbekommen? Wer? Kurt? So jemanden kenne ich nicht. Na gut. Warte mal. Wie wäre es, wenn ich dir und deine Tochter hole? Nein, das ist etwas, was ein Vater selbst tun muss. Allerdings möchte ich meine geliebte Tochter nicht irgendwo in einer Grube im Wald beerdigen müssen. Sie hat ein ordentliches Begräbnis verdient. Könntest du einem alten Mann behilflich sein und mit dem örtlichen Magier sprechen? Vielleicht ist auf dem Friedhof noch Platz. Ich werde mich eine Weile erholen. Ich werde darüber nachdenken. Okay, aber denk dran. Wir haben nicht viel Zeit. Ist gut. Okay, ich glaube, es gab gerade ein kleines Problem mit dem Mikro. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das wäre gut. Ja, wir schauen mal kurz ins Log. Die Tochter ist hier, möchte seine Tochter angemessen beerdigen. Um den alten Händler zu helfen, muss ich mit dem Magier im Dorf sprechen und ihn fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, Flora auf dem örtlichen Friedhof zu bestatten. Das machen wir jetzt mal. Ich will ihm schon gerne helfen, seine Tochter zu beerdigen. Denn das ist so eine Quest, die kenne ich nicht, weil ich in meinem ersten Durchlauf es nicht geschafft habe, Ezekiel zu überreden, mit ins Dorf zu kommen. Geil, ich kann Blauflieder verkaufen. Ich habe, wonach du suchst. Hier, für dich. Geil, das gibt 40 Gold, da bin ich ja dabei. So, hier, ach so, übrigens. Weißt du irgendetwas über das Verschwinden meines Bruders? Ich habe von diesem unglücklichen Vorfall gehört. Die Nachricht verbreitet sich schnell im Dorf. Leider kann ich dir in dieser Angelegenheit nur mit geistlichem Beistand helfen. Anders als seine Brüder ist Adanos gnädig und liebt seine Kinder. Ich glaube, dass dein Bruder mit seiner Hilfe gefunden wird. Natürlich nur, wenn er ein Leben ohne Sünde geführt hat. Ja, nee. Danke dir für deine Gebete. Denke daran, dass Gebete helfen, aber nur, wenn du an ihre Kraft glaubst. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem Glauben. Darüber bin ich sehr froh. Da du ein gläubiger Anhänger des Herrn der Ordnung bist, warum besuchst du nicht unser Heiligtum auf der Insel? Die Magier dort werden einen geplagten Wanderer und tiefgläubigen Mann gerne willkommen heißen. Danke, ich werde darüber nachdenken. Besuche meine Brüder und ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen. Das würde ich schon gerne machen, ist gar nicht so schlecht. Ezekiel würde seine Tochter gerne auf dem örtlichen Friedhof begraben. Hast du etwas dagegen? Ich nicht, aber die Bauern sehen das vielleicht nicht gerne. Und dann ist da noch die Sache mit dem Land. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Wegen Floras Grab. Wie viel willst du für einen Grabplatz? Sei nicht so direkt. Das Gold geht nicht an mich. Es wird für Pflege des Friedhofs und der Kapelle aufgewendet. Lass mich mal sehen. Du bist ein guter Mensch, also verdienst du einen Rabatt. Ja, 50 Gold, komm, warum nicht? Vielen Dank für deine großzügige Spende für die Bedürfnisse unserer Gemeinde. Möge Adanos dich segnen. Wie kann ich die Dorfbewohner überzeugen? Der Friedhof ist etwas vernachlässigt. Wenn du dort aufräumst, wirst du die Sympathie der Leute gewinnen, denke ich. Außerdem werden sie wohlwollender auf die Tatsache blicken, dass ein Grabplatz für einen Fremden verwendet wird. Gut, okay. Dann schaue ich mal, ob ich hier irgendwie sauber machen kann oder
So. Ah ja, Unkraut. Ah ja, guck mal, jetzt gibt's fürs Jäten des Unkrauts 10 Erfahrungspunkte. Das ist ja cool. Sir William, Herr von Silbach. Lady Aldona, Herrin von Silbach. Ist schon cool. Level up durch Unkraut ziehen. Mega gut. So, warte mal, hier haben wir noch ein Snapperkraut. Ne, ein Kronstöckel. Ui. Brauchen wir auf jeden Fall für Alchemie. So, wen haben wir hier? Hendrik. Und hier ist ein namenloses Grab. Hier auch. Erstmal auf dem Erdhügel stehen. Das sieht aus wie ein Soldat hier. Soldatengrab. Da gibt's richtig viele Erfahrungspunkte. Wahnsinn. Krass, krass, krass. Achso, das Unkraut bringt jetzt leider... Doch, es bringt auch noch Erfahrung. Geil. Da gab es jetzt mindestens 200 Erfahrungspunkte nochmal. Ich habe irgendwie bestimmt 20 Pflanzen rausgezogen. Wegen Floras Grab. Ich habe das ganze Unkraut gezogen. Den Anwohnern wird das sehr gefallen. Sie sollten nun kein Problem damit haben, dass Flora auf unseren Friedhof begraben wird. Jetzt sehe ich da keine Hindernisse mehr. Sag Ezekiel, er soll sich mit mir in Verbindung setzen, um die Details zu besprechen. Klasse. Ich dachte jetzt schon kurz, ich muss mit Ezekiel zur Küste nochmal laufen, um die Leiche nochmal zu holen. Aber offenbar ist es nicht nötig. Aber ich hoffe, Ezekiel wird sich freuen. Hey, du. Du, hey. Dieb. Dich juckt es wohl in den Fingern, hm? Hände weg von meinem Eintopf. Oh, Mann. Entschuldige, ich dachte, du hast ihn für uns gemacht. Falls du es noch nicht bemerkt hast, es gibt eine ganze Horde von euresgleichen. Und jeder bekommt den gleichen Anteil. Schade. Hey, du. Ich habe dafür gesorgt, dass Flora auf dem Friedhof beigesetzt werden darf. Großartig. In der Zwischenzeit konnte ich einiges über die Gegend lernen. Ich will die Leiche meiner Tochter holen gehen, aber allein kann ich das nicht. Ich begleite dich gern. Dich kann ich nicht mitnehmen. Nichts für ungut, aber du siehst nicht stark genug aus. Aber du kannst mir helfen, die Dorfwachen hier zu überzeugen, mir zu helfen. Ich denke, es wäre für sie unangenehm, in dieser Situation Nein zu sagen. Ich helfe dir, die Dorfwachen zu überzeugen, dir zu helfen. Großartig, nur beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil... Warum kann ich denn nicht seine Tochter mitteilen? Die Tochter sah jetzt ja nur nicht gerade übergewichtig aus oder so. Also, Naja. Dann reden wir noch. Es gibt, glaube ich, 3 Wachen insgesamt. Hier. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht es? Ezekiel braucht Hilfe, um die Leiche seiner Tochter zu bergen. Du hast Rolf zurückgebracht. Er ist ein bisschen ein Angsthase. Aber wenn etwas ist, ist immer Markus in der Nähe. Zusammen sollten sie es hinbekommen. Du hast es geschafft, einen Ersatz für mich zu finden. Dann gibt es für mich nichts zu tun, außer Ezekiel zu helfen. Er soll sich melden, wenn er bereit ist, an den Strand zu gehen. Cool. Ja, da kommt es uns jetzt zugute, dass wir hier ein bisschen Vorarbeit geleistet haben und Rolf zurückgebracht haben. Das ist natürlich super. Dann können wir doch dem Ezekiel Bescheid sagen. Haben wir die Quest doch vielleicht auch schon direkt abgeschlossen. Schade, ich wäre gerne mitgekommen. Ich hätte ihm gerne seine Tochter mit hier ins Dorf getragen. Hey, du! Geht es dir gut? Meine... Achso, nee, warte mal. Ich glaube, ich brauche mehr. Kann das sein? Volkert wird Ezekiel helfen, die Leiche seiner Tochter ins Dorf zu bringen. Mit den Wachen des Dorfes zu sprechen. Ach, 2 von ihnen werden dafür aushalten. Okay, okay. Dann 2 Wachen. Okay. Ah, jetzt wird es auch schon wieder dunkel, langsam. Ich finde, da können wir doch mal den Dorfbewohnern hier einen Gefallen tun. Ich habe exakt 200 Gold. Okay, ich darf hier irgendwie nicht... Ne, ich darf die Lichter hier nicht anmachen. Kann auch sein, dass die von alleine angehen. Jetzt die Frage. Ich muss ja eh noch mit den... Ah ne, es gibt noch 3 weitere Wachen. Also 4 insgesamt, glaube ich. Mit Rolf sind es 5 Wachen. Hier vorne ist noch eine Wache. An dem Tor daraus ist noch eine Wache. Und von der Küste aus ist noch ein Wachmann, der uns am Anfang aufgehalten hat. Hey.
Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was ist los? Diego. Ist hier kürzlich ein glatzköpfiger, muskulöser Typ vorbeigekommen? Er war ungefähr so groß wie ich. Junge, außer Jägern geht niemand diesen Weg. Die meisten Besucher benutzen das Osttor. Sprich mit Felix, er ist derjenige, der es bewacht. Was weißt du über den Einbruch bei Kurt? Nicht viel. Eigentlich nur das, was die Leute auf den Feldern sagen. Was soll ich sagen, der Kerl tut mir leid. Er hat sein ganzes Leben in Frieden gelebt und in seinem hohen Alter ereilt ihn eine solche Tragödie. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Ich sehe und höre die ganze Zeit etwas Ungewöhnliches. Die Nachrichten von der Front werden immer schlechter und die Menschen werden immer unruhiger. In den Gebieten wimmelt es von Banditen. Eine Gruppe von Fremden ist vor unseren Toren aufgetaucht und irgendwo in der Gegend treibt sich auch noch diese verfluchte Bestie herum. Es ist schlimm und es wird noch schlimmer werden. Merk dir meine Worte. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Man sieht sich. Hey. Hatte der nicht noch mehr? Ach ja. Ich brauche deine Hilfe. Ja, was gibt es? Es geht um die Tochter von einem von uns. Sie ist am Strand zurückgeblieben. Eine einsame Tochter am Strand, sagst du? Dorfwache Kipper ist immer einsatzbereit. Welcher Strand ist es genau? Der Strand, von dem wir gekommen sind. Jenseits des Waldes auf der Seite von Harrys Tor. Geht es um die Hölönoka-Küste? Ja, ich glaube, das ist der Name. Gibt es ein Problem? Ich erinnere mich nur daran, dass ich heute eine längere Wache als sonst habe und hier am Tor bleiben muss. Aber geh zu Felix, er wird dir ganz sicher helfen. Bist du dir sicher? In letzter Zeit beklagte er sich, dass ihm die Arbeit zu eintönig ist. Er wird wahrscheinlich ein bisschen grummeln, aber er wird dir helfen. Wo kann ich ihn finden? Er bewacht normalerweise das Osttor des Dorfes. Okay, danke dir. Sei vorsichtig da draußen. Oh Mann, Alter. Was für ein Typ. Da passt die Diego-Stimme tatsächlich gar nicht so gut, weil Diego ist halt so ein Typ, also Uwe Koschel, der Sprecher, das so ein Jünglicher, der hört, eine einsame Tochter am Strand. Mensch, Kipper ist direkt am Start, um zu helfen und dann so, oh nein, ein paar Lurker, oh nein, ich scheiß mir in die Hosen. Das geht natürlich nicht. Gehörst du zu den Dorfwachen? Sieht man das nicht? Nicht wirklich. Komm auf den Punkt. Was willst du? Hör zu, du musst mir helfen. Erstens muss ich gar nichts tun und zweitens habe ich gerade Pause, also verschwinde. Was wäre eine Pause ohne ein Bierchen? Weißt du, da hast du recht. Ich habe eine trockene Kehle vom vielen Herumstehen. Mach dich nützlich und hol mir ein Bier. Dann können wir reden. Ach nee, habe ich kein Bier dabei? Ist doch so ein Standard-Item, muss man immer hier, ich hab doch ein Bier. Ich habe dir ein Bier mitgebracht. So wird das wache Schieben erträglich. Harry und Kipper werden neidisch sein, wenn ich ihnen erzähle, dass ich meinen eigenen Botenjungen habe. Ja, wie auch immer. Wirst du mir jetzt helfen oder nicht? Okay, sag mir, was los ist. Die Leiche von Ezekiels Tochter wurde am Strand zurückgelassen. Der alte Mann ist untröstlich. Vielleicht kannst du ihm helfen, sie zum Friedhof zu bringen. Zugegeben, ich lasse das Tor nicht gerne unbewacht, aber für einen so ehrenwerten Zweck werde ich sicherlich eine Vertretung finden. Er soll Bescheid geben, wenn's losgeht. Ah, der Felix ist ein guter Mann. Ist vielleicht harte Schale, weicher Kern. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Das sind mir ehrlich gesagt die Liebsten, weil die sind zwar knallhart, die Kerle, aber irgendwie haben sie auch ein gutes Herz. So ein Typ Mensch, der gefällt mir eigentlich am besten. Auch so im Real Life sind mir diese Menschen sehr lieb. Der Idiot da hinten hat sich erbrochen. Was für ein Trottel. So, na gut, dann sagen wir Ezekiel jetzt mal Bescheid. Hey du! Ich habe es geschafft, zwei Dorfwachen zu überzeugen, dir zu helfen. Ja, Viktor erzählte mir schon davon. Neuigkeiten verbreiten sich rasch im Dorf. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielleicht kann ich mich eines Tages bei dir revanchieren. Nun, wenn du mich entschuldigen würdest. Ich muss die Dorfwachen holen und Flora finden. Ich wünsche dir alles Gute, Ezekiel. So, damit haben wir diese Quest auch erfüllt. Und das gab ordentlich Erfahrungspunkte. Also ich glaube, alleine durch diese Quest haben wir
über 1000 oder knapp 1000 Erfahrungspunkte bekommen, würde ich jetzt mal sogar so grob peilen. Das ist schon ziemlich viel. Warte mal, wo ist denn die Lea? Die stand, glaube ich, draußen gerade, ne? Lea ist übrigens auch ein sehr cooler Frauenname, finde ich. Hast du von dem Einbruch in Kurts Haus gehört? Kurt? Dein Onkel? Genau der. Ich höre das erste Mal von ihm, aber ich habe ihn vor kurzem im Gasthaus gesehen. Er war sehr nervös. Er muss über den Einbruch ziemlich verärgert gewesen sein. Er lief hinter den Tresen, um etwas zu holen und ging dann mit Victor weg. Hast du gesehen, wo sie hingegangen sind? Ich habe keine Ahnung. Es war spät und es fing an zu regnen und ich bin ihnen nur auf dem Weg zum Gasthaus begegnet. Kannst du dich an etwas Ungewöhnliches in dieser Nacht erinnern? Eigentlich war sein Abend wie jeder andere auch, abgesehen von dem Regenguss. Ich ging spazieren, aber als es anfing zu regnen, ging ich wieder hinein, um mich am Kamin aufzuwärmen. Danke für deine Hilfe. Okay. Kipper hat niemanden gesehen. Genau, jetzt gibt's noch ein... Mist, ich hätte mit dem Felix nochmal reden müssen, ne? Oh. Mit dem Felix habe ich jetzt nicht über Jorn gesprochen. Das ist jetzt ärgerlich. Sind die jetzt schon losgegangen? Vielleicht hole ich die noch ein. Ich hätte mit dem Felix nochmal reden müssen über Jorn. Verdammt. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wer ist er denn? Ach, Gabrielle ist jetzt hier. Okay, verstehe. Ach nee, die sind noch hier, die Jungs. Ach, super. Ist ein Mann namens Jorn hier vorbeigekommen? Wer soll das sein? Mein Bruder Jorn. Er hat eine Glatze und ist ungefähr so groß wie ich, hat aber etwas breitere Schultern. Wir sind vor kurzem mit dem Rest unserer Begleiter im Dorf angekommen. Es ist offensichtlich, warum ich den Kerl nicht kenne. Ihr seid die Art von Flüchtlingen, die betteln und herumhängen. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ich kann mich nicht erinnern. Hast du jemanden Verdächtiges gesehen? Noch mehr Fragen? Fragen machen mich durstig. Hast du etwas, um den Rachen auszuspülen? Verdammt. Besuchen viele Bürger Silbach? Zu viele, meiner Meinung nach. Zum Glück bin ich angewiesen, nur die zu kontrollieren, die reinkommen, nicht die, die rausgehen. Wenn du nur die kontrollierst, die ins Dorf kommt, woher weißt du dann, dass mein Bruder das Dorf nicht verlassen hat? Wieso sollte mich das interessieren? Außerdem, je weniger Fremde, desto besser für uns. Hier, Prost. Ich habe schon Besseres getrunken, aber für eine kurze Pause von der Arbeit ist es genau das Richtige. Behalt den Rest. Ich will nicht so enden wie der Säufer letztens. Welcher Säufer? Vor nicht allzu langer Zeit waren einige Besucher so betrunken, dass sie einen von ihnen durch das Tor tragen mussten. Weißt du noch, wie sie aussahen? Der eine war so groß und dick wie ein Weinfass, der andere war dünn, so dünn, dass er fast aussah wie ein Pfahl, und in der Mitte hatten sie einen Typen, der war so besoffen, dass der nicht mal mehr alleine gehen konnte. Ich sage immer, trink nie mehr, als dein Magen vertragen kann. In welche Richtung sind sie gegangen? Wahrscheinlich aus der Richtung, aus der sie gekommen sind, nämlich in Richtung Stadt. Aha. Wie sah der Besoffene aus? Glaubst du, ich kann mir das Gesicht jedes Fremden merken, der hier hereinspaziert? Ich habe keine Ahnung, wie er aussah. Das ist alles, was ich wissen wollte. Endlich kommst du zur Vernunft. Die Info habe ich gebraucht. Ich finde es total weird, dass der Dude jetzt hier einfach ein Schwert gezogen hat. First Person kann ich nicht gehen, aber sieht irgendwie wild aus. Ich sehe Kiel mit seinem Schwertchen hier. So, jetzt muss ich mit dir noch reden, hey, Harry. Ist Jorn hier vor kurzem vorbeigekommen? Wer? Ein Typ, etwa so groß wie ich mit Glatze, aber etwas muskulöser. Er ist zusammen mit mir und dem Rest unserer Gefährten hier angekommen. Nein, diesen Landstreicher habe ich hier nicht gesehen. Nerv jemand anderen. Ich gebe dir gleich Landstreicher. Hast du irgendetwas vom Einbruch bei Kurt mitbekommen? Ich habe davon gehört. Und ich denke, ich weiß, wer dafür verantwortlich war. Wer denn? Du natürlich. Der gute Mann hat dich bei sich aufgenommen. Und wie dankst du es ihm? Bist du blöd, Alter? Hey, das ist mein Onkel, ey. Hä? Ich kann ihm das nicht mal sagen, dass der mein Onkel ist. Hä? Okay, das finde ich komisch. Warte mal, Harry sagt,
dass er meinen Bruder in letzter Zeit nicht gesehen hat. Er glaubt aber, dass einer von uns für seine Entführung verantwortlich sein könnte. Seine Meinung dazu überrascht mich nicht. Der Typ war sofort gegen uns, als wir das Dorf betreten haben. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen, nur um sicher zu gehen. Was auch immer das bedeuten soll. Bestor, okay. Tja, aber eigentlich... Vielleicht kann ich mit Kurt nochmal reden, im Allgemeinen. Warte mal, hat dieser Gabriel vielleicht noch was zu sagen? Hoffen wir, dass es etwas Wichtiges ist. Hast du irgendwo einen glatzköpfigen, muskulösen Mann gesehen? Ist das einer von euch? Ja, er ist mein Bruder. Er wird vermisst und ich suche nach jemandem, der etwas über ihn weiß. Vermisst? In diesem Dorf wird nichts und niemand vermisst. Wie ich euch Fremde kenne, hat er sich wahrscheinlich dort eingeschlichen, wo er sich nicht hätte einschleusen sollen, und er stiehlt Vorräte von ehrlichen Leuten. Hast du irgendetwas über den Einbruch bei Kurt mitbekommen? Ein Einbruch bei Kurt? Ich höre zum ersten Mal davon, aber es würde mich nicht wundern, wenn einer von euch Fremden dahinter steckt. Seit ihr hier seid, glaubt ihr, dass ihr ein Recht auf alles habt. Geht an die Arbeit, wie anständige Menschen. Irgendetwas sagt mir, dass du den Unterricht im Benehmen geschwänzt hast. Das ist ein guter Witz. Willst du mir noch etwas sagen? Ich verstehe einfach nicht, warum du uns so behandelst. Zweifelst du immer noch? Ich würde gerne wissen, was dein Problem ist. Okay. Ich werde dir sagen, warum wir Fremde wie dich nicht mögen. Du glaubst nur, weil euch die Orks den Arsch aufreißen. Könnt ihr machen, was ihr wollt? Ihr nehmt unsere Vorräte, unser Essen und wer weiß, vielleicht nehmt ihr uns auch noch unsere Frauen weg. Ihr habt bereits damit begonnen, uns das Leben zu nehmen. Der arme Mann ist euretwegen gestorben, da bin ich mir sicher. Von wem redest du? Was meinst du mit wem? Hendrik! Ich kenne den Mann nicht. Er war ein guter Kerl, ehrlich und fair. Er war die beste Wache im Dorf, aber einer von euch hat ihn wie ein Mulret abgeschlachtet. Ah, den Namen habe ich vorhin auf dem Grab gelesen, ja. Wir hatten nichts mit seinem Tod zu tun. Das weiß nur Belia. Ich vertraue keinem von euch und werde es auch nie tun. Und jetzt geh weg. Ich habe zu tun. Hab das jetzt nochmal eine Quest? Nee, ne? Komischer Typ. Ja, die Fackel ist jetzt entweder ausgegangen oder durch die Animation wurde die weggesteckt. Ich bin mir nicht sicher. Tja. Ich meine, ich habe ja den Hint schon mal bekommen, dass Kurt. Bjorn ja wahrscheinlich Richtung Stadt entführt wurde, also entführt in Anführungszeichen. Felix hat gesagt, drei Typen sind Richtung Stadt aufgebrochen. Aber ich würde mich jetzt erstmal schlafen legen, bevor ich jetzt nochmal mit Kurt sprechen gehe. Hast du vielleicht was gehört oder gesehen? Was machst du hier? Lass mich in Ruhe. Ich bin beschäftigt. Die Rüstungen der Händlergilde Araxos in Osh sind ziemlich cool. Ich habe ja mal im ersten Round mich Araxos angeschlossen. Der Händlergilde, aber... Das wird in diesem Round diesmal nicht passieren. So. Ich glaube mal, bis zum nächsten Morgen. Da kann ich jetzt eigentlich auch die Fackel wegstecken. Zack. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ich gehe jetzt nochmal zum Kurt. Vielleicht kann ich dem Kurt jetzt schon mal einen kleinen Zwischenbericht abgeben. Ich habe jetzt mit allen Wachen gesprochen. Ich bin schon gewundert, ich dachte, jetzt verfolgt mich einer mit einer Waffe. Hätte ich nicht so gefeiert, ehrlich gesagt. Mike. Wo ist er denn jetzt? Der Kurt. Krasko, warte mal, mit dir habe ich aber auch noch nicht geredet. Weißt du etwas über den Einbruch bei Kurt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weißt du, Kleiner, ich kenne dich nicht, aber ich sehe sofort, dass du gerne Ärger machst. Und ich gerate in der Regel nicht in Schwierigkeiten, wenn es nicht sein muss. Es geht um meinen Bruder. Es sieht so aus, als ob er entführt worden wäre. Entführt? Das ist wirklich traurig. Und jetzt verpiss dich. Alter. Du Bastard. Hey. Junge, 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 Junge. Ich muss zu... Am Anfang, ich dachte jetzt wirklich kurz eine Sekunde, der meint, dass dieses... Das ist echt traurig. Ich dachte jetzt ganz kurz, dass er das wirklich ernst meint.
Ich dachte jetzt wirklich kurz, dass er echt Mitleid hat, aber dann dieses Verpiss dich, Alter. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darüber aufregen soll oder ob ich lachen sollte. Ich habe mich jetzt für Lachen entschieden, weil das so unerwartet gerade kam. So, na gut. Okay, in der nächsten Folge werden wir ins Rathaus gehen, mit Kurt sprechen, mal gucken, was dann dabei rumkommt. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao.